Oh, und diesmal ohne Pause oder sonstiges, weil ich wollte jetzt wirklich die 30 Minuten quasi einhalten. Aber das meine ich eben mit diesem Timing und sonstiges, dass das, ja, das zieht einen so ein bisschen auch aus dem Redefluss, finde ich, raus. Vor allem, wenn dann immer der Zuschauer so, gut, es gibt natürlich die Stellentimer, aber manche stellen sich wirklich einen Wecker da quasi neben. Und so, jetzt reparieren wir mal kurz das Auto. Und ja, wo ich dann auch sage, ist ja schön, aber vielleicht sollten wir uns hier Kisten hinstellen erstmal. So. Und das Zeug ein wenig horten. Haha. So, dann schmeißen wir es nämlich in die Kisten. So, dele, tralalalala. Die Kohle auch. Na gut, das Auto ist hier auch noch komplett voll. Mit allem Pipapo. So, dann schmeißen wir hier alles mal in die Kisten rein. Tralalalala. Ha! Und dann, ja, habe ich noch mehr. Eine Menge. So, da haben wir noch das. Wir haben nämlich Fabriken dabei. Wir haben große Knickarme. Wir haben kleine Knickarme. Wir haben Strom dabei. Und was nicht alles. So, jetzt haben wir ein Problem hier. Oder? Ja, geht so. Naja, gut. Schaden 5 plus 1 physisch. Okay. Wie 8 von. Munition 8 von 10. Okay, wahrscheinlich genau das Teil, was gerade drin liegt. Aber egal. Und zwar würde ich jetzt mal kurz zwischenspeichern wollen. Und zwar sind wir jetzt bei Mission 6. Yeah. So. Und dann speichern wir das Ganze natürlich auch bei Mission 6 oder Season 2, Mission 3 oder wie man es auch immer betiteln möchte. Ist ja quasi nur, dass wenn man jetzt zum Beispiel das sucht oder so, dass man es auch relativ gut findet. Ne? Wenn man jetzt sagt, Mensch, wo waren dit oder dies oder jenet, dass man dann sagt, ach ja, das war ja die und die Mission in der und der Saison und kaum einer von unten angeranzt. So, egal. Wir wollen jetzt hier erstmal weitermachen. Und zwar diese Granaten. Kann man mit der 1 wählen. Zum Beispiel, wir haben 7 Stück. Ist nicht viel, aber immerhin. Und zwar möchte ich jetzt möglichst versuchen, diese Base hier unten zu granadieren. Eigentlich müsste da sämtliches hochgehen. Wie viele Viecher sind denn da? 2, 4, 6. Vielleicht warten wir kurz, bis die angreifen. Ah ja, super. In der Zeit können wir dann hier, oder wollen die dann zu mir? Ich weiß es nicht. Alter, Finne! Ich habe mich gerade selbst umgebracht. Yeah! Selbstmord macht Laune. Ja, das war jetzt nicht so toll. Gut, dann laden wir das Spiel nochmal. Lalalalalala. Ja, okay, so viel zu dem Versuch. Was wir allerdings auch machen könnten, wäre, wir haben, warte mal, 100 Munition. Ach so, das Auto hat gar keine Munition gehabt. Ja, das ist ja noch prima. Hey, du Fliege, geh weg. So. Ratatatui. Wir könnten ein bisschen Munition noch selbst mitnehmen. Ich bin gerade auch noch ohne Munition und allem rumgerannt. Okay. Wie ihr sagt, Selbstmord macht Laune, ne? Ja, ist schön. So sollte man es nicht tun. Also, ne? Vorbereitung ist dann doch ein bisschen schöner. Allerdings, ich frage mich, 7 Granaten haben wir nur. Ich bin mal immer am Überlegen, das ein bisschen strategischer zu gestalten. Das war jetzt mehr so, Atale, und ich komme und bumm. Genau. Und zwar könnten wir ja hingehen. Mit unserem Autochen. Und jetzt schauen wir mal, da sammeln sie. Ach du Schreck, die Dinger haben sie auch. Kleiner Wurm und so ein Kack. Würmer! Nie! Bäh! Ich bin doch hier nicht bei Pixel Heroes oder so, wo mich hier Würms und sonst was. 3 Stück sogar. Meine Güte. Ich bin nämlich am überlegen, ob wir hier. Da oben kommt nämlich auch noch ein Fieselviech. Ein Fieselviech. So. Ja, die sollten noch ein bisschen halten. Ob wir quasi die Base weiterbauen. Nach rechts rum.
Allerdings, jetzt ist die Frage, wie Respawn-Time ist von den Viechern. Und. Also ich müsste jetzt ein bisschen geschickter anstellen, anstatt einfach hinzufahren und BAM zu machen. Ich weiß, ist nicht so actionreich und yay, yippie, yo, gib's ihm. Aber so, jetzt sag ich mal her. Also sie respawnen ja hier immer und dann kommen sie gleich durch den Wald. So, dann müsste ich denen schneller Munition geben. Okay, das greifen sie gerade nicht an. Jetzt kann ich mitschießen. So, es ist schön, dass du die Türme hier angreifen. Ich kann aber dagegen fahren. Und noch immer. Ja, weil es so schön ist. Blöde Bäume. Geht aus dem Wege! Ach komm, hier. Jetzt kriegst du erstmal Munition. So, du kriegst Munition. Und du kriegst Munition. Jetzt könnt ihr nämlich mitrallern. Und das ist schön. Ey. Habe ich Rückwärtsgang gemacht? Ja, habe ich. So. Jetzt. Hier ist aber auch Bäume bis zum Umfallen. So, jetzt kommen sie wieder. Oh, da kommen sogar dicke bei. Und ich fahre gegen den Baum. Bah! Die Dicken, die sind ja ein bisschen ouch, ne? So, egal. Ich müsste nämlich hier mal ein bisschen vorwärts kommen. Und nicht laufen üben. Ah! Das ist doch nee, kein Durchkommen hier, de. Und man kann die Dinger aus dem Fahrzeug alles nicht wegratzen. Das ist. Naja. Bisschen doof ist das gerade. So, jetzt habe ich die Fresse aber voll. So. Ja, obwohl die kommen auch bis dahin. So, warte mal. Haben wir jetzt überhaupt das mit? Ja, haben wir. Ja, ich schieß erst, wenn ihr mich hier anranzt. So, und zwar möchte ich jetzt ziemlich schnell mal aussteigen, das Ding reparieren hier. Das schneid auch nochmal. Komm hier die Wand und schnell wieder einsteigen. So, weil die Respawn-Rate ist doch relativ hoch. Oder ich, ja, aber da unten sind ja die Gewürmsdings. Also ich versuche das Ganze natürlich ein bisschen von hinten anzugreifen. Also strategisch ein wenig interessanter zu machen. Und so und vernünftiger. Kommt ihr näher? Oh, der kommt. Aber nicht zu mir. So ist richtig. So, jetzt aussteigen und den Baum fällen. Ey, komm. Aber wir haben jetzt Stahl, Eisen, tralala. So, jetzt muss ich mal gucken. Nee, die Welle kommt gerade nicht. Können wir schnell den Baum reiten und den und. Na, komm noch ein Stück vor. Den und jetzt sollte die Welle aber langsam kommen. So, wir scrollen mal ein Stück raus. Na? Bäume, 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 das wollten wir nicht sehen. Jetzt kommen sie. Jetzt verziehen wir uns ein bisschen. Und jetzt können wir wieder nach vorne. So, und das nennt man ein bisschen strategisch. Dem Ganzen vor und nach hin. So, jetzt können wir diese blöden Bäume hier wieder wegkratzen. Ich hoffe, jetzt kommt nichts von woanders. Oder so. Gut, ich habe ja auch ein bisschen Munition. Ach, das Auto hat keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Zeig mal her hier. Dann gebe ich dem Auto mal wieder Munition. Ach, guck mal, Holz. Charakter hat Holz drin. Ach so, ja, weil ich Bäume gefällt habe. Logo. Abissel. So, aha. Da flimmern wieder die Punkte. Auf der großen Minimap. Ja, du mich auch. Ach, Mann, jetzt bin ich schon in die blöde Wand gefahren. Ach, ein Nachläufer oder was? Tja, es kann durchaus mal vorkommen, dass die außerhalb der Reihe laufen. So, jetzt können wir hier zum Beispiel hingehen und neue Geschütze bauen. 1, 2. Dass wir so ein bisschen nach vorne kommen. Uah. Oder nach hinten fahren. Ach, scheiße, jetzt greifen sie das Ding an. Sind sie ein bisschen aggressiver geworden, ne? Menno, die haben einen Turm zerstört. Okay, das finde ich jetzt nicht so nett. Das war jetzt keine schöne Aktion von denen. So, aber jetzt müssen wir schnell die Munition hier mal reintun. Weil sonst werden die ja nicht schießen. So, und vielleicht repariere ich es nochmal schnell, bevor die schnelle neue Welle kommt. Mein Autochen und
Geht weg. Ach du Scheibe. Die machen das echt richtig kaputt. Das sind noch mehr. Okay. So, mein Auto ist repariert. Ich bin soweit fit. Es wäre schön, wenn ihr die Geschütztürme so ein bisschen in Ruhe lassen würdet. Ich glaube, die sind jetzt ein bisschen schon schneller und aggressiver. Schnell nachladen. Schnell nachladen. Und weg hier. Nee, nicht hinrennen. Wegrennen. So. Reparieren wir das mal schnell hier. Mama mia. Vielleicht mache ich hier noch eine Wand rum oder so. Dass die nicht so schnell ranratschen können. Aber eigentlich wollte ich mit dem Auto hier lang fahren, ne? Eigentlich. Also ein bisschen mehr. Ja, da rennen sie ein bisschen um die Wand rum. Das ist gar nicht schlecht. Und wir sind ein bisschen safer langsam. Hoffe ich. Denke ich. Doch. So, jetzt haben wir keine Wand mehr, aber egal. Jetzt können wir die hier abreißen. Das Holz von mir ist auch noch. Sodele. Und jetzt haben wir hier einen kleinen Vorposten quasi wieder. Oha. Aber ein bisschen arg sind sie schon. So. Reparieren wir das Ganze. Lalala. Jetzt ist uns das Reparaturszeug ausgegangen. Super. Naja, egal. Wir fahren mal zurück. Boah. Noch ein Stück, noch ein Stück. So. Aber dadurch, dass wir jetzt das Ganze da vorne in die Welle reingebaut haben, haben wir hier hinten ein bisschen Ruhe, glaube ich mal. So, da ist nichts, da ist nichts. So, da haben wir Kohleplatten. Gut, die brauchen wir jetzt auch nicht. Wir brauchen vor allem jetzt erstmal Munition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, nehmen wir ein bisschen. So. Hä, wie war das mit hier Ruhe und so? Bla, bla. Ganz genau. So, also da werden sie uns auch gerne mal angreifen. Und vor allem da vorne. Da vorne in der Welle natürlich. Vielleicht nehme ich hier aber auch 1, 2 mit. Na gut. Ich hoffe, das funktioniert so. Zack, ab ins Auto und wieder nach vorne fahren. Achso, ich wollte ein Stück Mauer noch mitnehmen, ne? Das Auto hat auch kein Dings. Oh, damn it! Okay, also, ihr seht schon, die Level ist nicht so einfach. Ich glaube, wir werden nochmal laden müssen. Okay, aber let's fail too. Und irgendwie mögen die das nicht, wenn ich das in die Welle da reinbaue. Ist irgendwo klar. So, aber egal. Ich würde sagen, wir laden nochmal. Mission 6. Also, ihr seht schon, es ist eine schöne Sache. So, was machen wir mehr Wände? Also, die Wände taugen hier auch was. Vielleicht kann ich noch ein paar herstellen oder so. Ich habe, glaube ich, überhaupt kein Zeug dafür da, oder? Hier unten haben wir Wände. Och. Da haben wir eine Menge Wände. So, dann haben wir noch Stahl und dies und das und jenes. Aber ich glaube, das ist alles ein bisschen für später noch vorprogrammiert. Oder vorgesehen. Ja. Trillili. Moment mal, warte kurz. Oder dieser Wald, der nervt mich auch so ein bisschen. Boah. Kommt ihr nicht? Da kommen sie. Okay, Wunderbärchen. Nö, ich bin gar nicht da. Hat mein Auto überhaupt... Nein, wir haben wieder keine Munition eingetankt. Super. Quietsch! Dann müssen wir mal kurz hier raus. Und dann machen wir hier von da aus da rein. Und schon ist alles fein. So. Was man natürlich strategisch auch machen kann, ist diese Base immer weiter zu erweitern. Das wäre richtig Defense in dem Sinne. Ja, ich fühle mich auch so ein bisschen gerade Defense. Obwohl es ist, glaube ich, so einer der intelligentsten und besten Wege.
Oder sich mit dem Auto wieder vor einen Baum fahren. Ich hasse diese Bäume. Jetzt fahre ich dich einfach um hier. So, knack und weg bist du. So viel hält mein Auto dann auch alles. So, und man sieht schon hier. Könnten die Base hier einfach mal ein bisschen erweitern. Dann kommen hier neue Geschütztürme hin. Ja, oder so. Ja, komm. Ist gut, ja. Mensch. Treffen wir noch. Ja. Ah, ich hoffe nämlich genau das, dass sie dann auf die hinteren losgehen und die vorderen ein bisschen in Ruhe lassen. Haha. So, dann würde ich nämlich das Ganze hier mal betanken. Hier vorne, sofern wir rankommen. Und nicht wieder gegen die Wand fahren. Uah, meine Güte. So, und dann zack rin und zack ran. Und dann ist das... Hallo. An den komme ich nicht ran. Super. Egal. Und an den auch nicht. Jetzt reicht's. Jetzt steige ich hier aus. So. Du kriegst auch Muni. Und du kriegst jetzt auch 100 Schuss Muni. Und ich renne nach unten. Obwohl ich es gar nicht will. Nein, 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 nein. Verdrückt nochmal. Und zugenäht. So. Ihr merkt schon, das ist langsam ein bisschen mehr aufregend. Survival. Und ja gut, ich könnte jetzt auch schon was herstellen oder so. Aber ja. Gut, das könnte man allerdings wirklich tun, dass man jetzt schon mal eine kleine Produktion macht. Wir haben ja auch Fabriken und alles da. Ja, allerdings, so, müssen wir mal schauen. Wir haben ja nicht so viele Ressourcen hier derzeit. Und jetzt sieht man schön, wie die quasi vorgesetzte Welle da hinten rumratzt. Hier nehmen wir hier ein paar Geschütze weg. Oh, ein paar sollte ich hier aber auch stehen lassen für die Front. Machen wir mal so hier. Munition rein.